Moin, moin, liebe Mats, aber einmal zwischendurch und kurz vor dem Stuttgart-Spiel. Vielleicht erkennt ihr ja schon, mit wem ich hier sitze. Es ist ein Querdenker und einer, der auf dem Platz immer schön zur Sache gegangen ist und über den in den vergangenen Wochen ein wenig geredet wurde, weil er ein Buch geschrieben hat. Neben mir sitzt, gegenüber sitzt Paul Schaner. Vielen Dank, Paul, dass du gekommen bist. Es ist das erste Interview, das ich kalt mache, weil Paul und ich haben uns eben vor 2 Minuten getroffen, ohne Vorsprache, ohne Absprache, gehen wir da rein und wollen mal sehen, was sich daraus entwickelt. Ne? Du hattest dich gemeldet, Paul, weil ich vor etwas mehr als 2 Wochen im Abendblatt geschrieben hatte, dass weil du Uwe Seeler ein bisschen attackiert hast, jedenfalls ist es so durch den deutschen Blätterwald gegangen und auch durch alle Videotexte und auch die Helden von 1983 so ein bisschen angegriffen hast. Und du wolltest klarstellen, darüber reden wir jetzt. Ich möchte dich fragen eigentlich als erstes, wieso hast du ein Buch geschrieben? Also zuallererst, Dieter, einmal danke für die kurzfristige Zusage, dass wir uns da zusammensetzen können und eben über das Buch sprechen können. Zu deiner Frage. Das Buch sollte eigentlich der Abschluss sein von meiner aktiven Karriere. Natürlich braucht so ein Buch etwas Zeit, um entstehen zu können. Und deswegen ist das erst jetzt sozusagen 2 Jahre nach meinem Karriereende herausgekommen. Und wie du schon angesprochen hast, ist auch 1 oder 2 Kapitel über den HSV. Okay, also es handelt um den Fußballer Paul Schaner in seine ganze Karriere oder um was geht es da speziell? Es geht natürlich um mich, ist ganz klar, ist ja eine autobiografische Anreicherung sozusagen aus erlebten Geschichten. Ist aber nicht so autobiografisch, wie man es gewohnt ist. Ich bin geboren dort und dort und bin da dorthin gewechselt und dorthin gewechselt, sondern ich habe eben die aufregendsten und auch möglicherweise skandalträchtigsten Geschichten von meiner Karriere da in diesem Buch verfasst, in meinen Worten, wo eben das nicht journalistisch verdreht und aufgearbeitet ist. Wunderschön. Also Skandal ist das Stichwort. Vielleicht kannst du dir das gar nicht erklären. Das hast du jedenfalls vor 14 Tagen am Telefon gesagt oder vor einer Woche am Telefon gesagt, dass es so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen ist, dass das hier so hohe Wellen geschlagen hat. Du hast Uwe Seeler attackiert und auch die Helden von 1983. Ich muss dazu sagen, bevor du jetzt was sagst, also allein wer bei mir Uwe Seeler beleidigt, der kriegt eine Beleidigung zurück, weil ich Uwe Seeler bis auf Blut verteidigen würde. Ne? So, warum ist das in den falschen Hals von vielen gekommen? Genau, das war unser Einstieg, ne? Dass du eben ziemlich schlecht drauf warst, dass ich eben die Ikone angegriffen habe. Nein, ich wollte eigentlich nur damit sagen, und das Problem war, es wird ja oft alles aus dem Kontext genommen und es wird eine Schlagzeile gemacht und die kommt dann natürlich viel präsentabler rüber, als wenn man den ganzen Text abdruckt. Ja. Was ich damit sagen wollte, wir hatten ähnliche Situationen in Österreich, so wie ich es auch eben im Buch beschreibe, dass natürlich die großen Leistungen von den Legenden von früherer Zeit, das will ich überhaupt nicht absprechen und ist Extraklasse. Auch das Team rund um 1983 und speziell eben Uwe Seeler hat so viel geleistet für den HSV. Nur ich als Spieler frage mich, oder als Ex-Spieler habe ich mich immer gefragt, warum lassen diese Legenden nicht zu, neue Legenden entstehen zu lassen? Und das wollte ich eigentlich damit. Aber hast du das Gefühl, dass Uwe Seeler zum Beispiel, Uwe Seeler hat nicht nur für den HSV viel geleistet, sondern für Hamburg und für Deutschland und ist ein Weltstar. Ne? Also überall, wo er mit der Nationalmannschaft hinkommt, ein paar Jahre durfte ich das auch miterleben, wird er noch immer gefeiert. Ne? Also sie kennen ihn alle und er wird schon umjubelt und hofiert. Ne? Aber hast du das Gefühl, dass diese Stars von damals keine anderen Stars groß werden lassen hier? Ich würde das jetzt nicht nur fokussieren auf die Spieler oder die Ex-Spieler selbst oder die Stars oder die Legenden selbst, sondern das Ganze drumherum. Eben auch die Berichterstattung, eben wie es früher war und wie es jetzt ist und um was es früher gegangen ist und wie es jetzt ist. Dass das ganze Zusammenspiel eben, glaube ich, ein sehr schwieriger Boden ist für junge Spieler, eben sich zu entwickeln und selbst eine Persönlichkeit zu werden. Uwe Seeler hat doch eigentlich immer nur die Finger in die Wunden gelegt, wenn der gesamte HSV schlecht gespielt hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass er einzelne Spieler irgendwie mal auseinandergenommen hat oder vernichtet hat oder attackiert hat.
es liegt doch eigentlich an den Spielern heutzutage selbst, ob sie was aus sich machen und eventuell auch ein solcher Star werden. Genau, und da geht es um Charakter. Ne? Und das beschreibt mein Buch. Ne? Ja. Und das ist halt jetzt dann natürlich auch in der heutigen Zeit wunderbares die Frage, Stichwort. Wie viel Charakter genau. Oder wie viele Charaktere, so wie früher, gibt es heute noch. Ne? Und werden auch zugelassen von den Vereinen, von den Trainern. Genau. Ich glaube weniger, dass Uwe Seeler und die 83er da etwas verhindern, ja. Sondern die Vereine heute verhindern viel, muss ich sagen. Es ist natürlich ein Zusammenspiel. Ne? Und das will ich damit erklären, dass natürlich jetzt der Uwe Seeler oder die Spieler von der 1983er Mannschaft die bösen Menschen sind, sondern eben das Ganze drumherum und alles zusammen, natürlich auch der Verein mit den neuen Führungen und so, dass da eben nichts entstehen kann, was für längerfristig ist und was dann eben auch, wenn dein Nachfolger zum Beispiel bei meinem Abendblatt mal kommt und sagt, hey, 1900 oder 2015 hat es diesen Charakter gegeben und den verteidige ich bis aufs Blut. Ja, also Paul, um das mal zu sagen, du hast ja keine glückliche Zeit hier in Hamburg gehabt und du hast nur 4 Einsätze. Ich will gar nicht ganze Spiele sagen. Darf ich das kurz differenzieren? Ja. Ich habe eine sehr glückliche private Zeit hier in Hamburg gehabt. Sehr schön. Aber sportlich und beruflich war es miserabel. Ganz ja, richtig. Genau. Und wie denkst du heute über diese Zeit? Ja, wie gesagt... Verschenkt? Eben, war sie verschenkt? Na, verschenkt. Es hat halt mein Karriereende sehr, sehr beschleunigt, sage ich einmal. Ne? Weil... Nach 14 Jahren Profigeschäft und dann zum Schluss nochmal sowas zu erleben wie beim HSV, hat eben, den Fokus auf den Fußball bei mir komplett verschoben. Obwohl ich wirklich gerne beim HSV wirklich richtig gerne mitgewirkt hätte, auch sportlich und am grünen Rasen. Ja. Und natürlich so einen großen Verein wie HSV wieder eben in bessere Gefilde zu führen. Ja, genau. Aber ja, das ist mir leider nicht geglückt. Mit 49 Minuten oder 52, das weiß ich nicht. In 13 Monaten ist natürlich gar nichts. Ja, genau. Also du hast, das muss man mal sagen, hier wirklich Gas geben wollen. Du hast auch damals bei den Verhandlungen lange Zeit, das weiß ich, weil er gesagt hat, das ist ihm noch nie passiert, mit Thorsten Fink gesprochen und hast ihn interviewt, eigentlich, was auf dich hier in Hamburg zukommt. Hat sich das alles für dich nicht ausgezahlt, dass du so intensiv an diese Sache rangegangen bist? Ja, wenn man das nachbetrachtet, letztendlich nicht. Das ist richtig. Ne? Ja. Weil wenn man die Spielminuten sieht, die ich gespielt habe und was ich bewegt habe in Hamburg, dann rechnet sich das überhaupt nicht oder hat sich das nicht gerechnet. Ja. Aber das weiß man halt vorher nicht. Ne? Man will dann natürlich die bestmöglichen Informationen einholen und wie steht der Verein da, wie sind im Endeffekt die Ströme. Aber ja, es ist halt, hängt dann immer von der Gegenwart auch ab. In diesem Buch, hoffentlich, denke ich mal, kommen dann nicht nur Uwe Seeler und die 83er vor, sondern auch etwas mehr vom HSV, also was dir vielleicht auch nicht gefallen hat, wo man durchaus sagen kann, das ist in Ordnung, dass du das anschneidest. Und auch solche Stimmen gab es ja schon, ne? Dass du so rundherum um den Fußball sehr wohl deine Finger in die Wunden gelegt hast und auch viele Treffer gelandet hast. Ne? Also ja, vor allem die Frage für mich ist jetzt, wenn man über den HSV spricht, die letzten 4, 5 guten Jugendtalente, die hat man verkauft. Warum? Ja. Fördert man die nicht und baut sie selbst in die Mannschaft ein. Warum, kann ich dir sagen? Das wird dir wahrscheinlich jeder Offizielle sagen, weil sie das Geld brauchen. Also, sie hatten kein Geld. Das letzte Geld haben sie für dich noch ausgegeben. Da hatten sie schon 7 Innenverteidiger, aber dich mussten sie dann unbedingt noch holen. Das war legendär. Das waren wir eigentlich. Oder noch zu meiner Zeit, wo dann Giroud gekommen ist. Und ja, das war Wahnsinn. Da waren wir dann 7 bis 8 Leute für 2 Positionen. Das ist ein bisschen übertrieben. Kannst du gar keinem erzählen. Aber gibst du dir eigentlich an dem auch ein bisschen Mitschuld, dass es gescheitert ist hier in Hamburg? Ja, natürlich. Möglicherweise wäre es sicher sinnvoller gewesen, einfach Ruhe zu bewahren und abzuwarten. Ich habe eben Informationen auch bekommen im Hintergrund, auch von meinem persönlichen Betreuer, dass die Situation sich schnell ändern kann beim HSV. Weil das hat man ja gesehen, wie oft ein Trainer schnell gewechselt wird. Und das könnte oder hätte vielleicht den Unterschied gegeben, dass ich noch immer Fußball spielen würde. Aber ich bin mit der Entscheidung happy. Ich bin ja zurückgezogen nach Österreich, obwohl mir der Abschied, obwohl es nicht gut gelaufen ist beruflich, aus Hamburg sehr schwer gefallen ist. Ja. Wo lebst du heute und wovon lebst du heute? Ich
Wir haben ein Haus gebaut in der Nähe von Wien, im Wienerwald. Das ist der grüne Gürtel rund um Wienerwald. Klingt gut. Und um Wien. Und im Prinzip war jetzt der Fokus auf die Familie, aufs Wiedereinleben, weil wir waren jetzt 10 Jahre im Ausland. Ja. Und da war jetzt einmal wieder das Heimkommen nach Österreich ins Geburtsland. Ja, verfolgst du die Bundesliga noch? Ja, jetzt wieder intensiver. Also ich habe mir jetzt wirklich ein Jahr komplette Auszeit gegönnt. Ja. Ja. Jetzt, das letzte Jahr war ich dann wieder interessierter und mit diesem Jahr bin ich wieder sehr interessiert und schaue mir die ganzen Hintergrundsituationen an und versuche da eben Schlüsse daraus zu ziehen. Und der HSV, wie hast du den verankert bei dir? Oder hältst du die gleich mit, was weiß ich, mit Darmstadt 98, Hannover 96, FC Augsburg oder Borussia Mönchengladbach? Oder ist der HSV schon etwas Besonderes für dich? Ja, natürlich ist die ganze Situation, wie sie auch gelaufen ist, ist was Besonderes. Ich meine, natürlich war es irrsinnig negativ, dass ich mich beim HSV nicht durchsetzen habe können. Aber auf der anderen Seite war positiv, sie haben mich dann verliehen und ich habe den FA Cup gewonnen in England mit Wigan Athletic. Und das wäre nicht zustande gekommen, wenn ich beim HSV eingeschlagen hätte. Also es gibt immer was Positives und was Negatives. Aber ich glaube, das Bemühen ist da, soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann, dass sich der HSV eben neu aufstellen will und neu formatieren will und in die Zukunft arbeiten will. Aber im Prinzip kann man sagen, einen Scherbenhaufen von der Vergangenheit so schnell wegzuräumen, ist halt sehr, sehr schwierig. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie lange glaubst du, wird der HSV diese bescheidene Rolle spielen? Es ist ja nun zweimal nur ganz, ganz knapp dem Tod von der Schippe gesprungen. Und viele HSV-Fans befürchten, dass es in dieser Saison, also im Sommer 2016, eigentlich noch dramatischer wird. Also von der Kaderentwicklung her kann man die Meinung durchaus teilen mit den negativ denkenden HSV-Fans. Aber man weiß ja nie, wie sich eine Gruppe neu entwickeln kann, weil auch sehr viele Spieler weggegangen sind. Aber natürlich, jetzt große Kuchen zu backen, ist halt noch immer sehr schwierig. Und ich würde denken, dass schon noch immer 3 bis 4 Jahre notwendig sind, um wirklich ein neues Konzept wirken lassen zu können. Dann kann man nur hoffen, dass der HSV in der Zeit auch erste Liga bleibt. Ne? Genau, aber sie sind ja mittlerweile schon Relegationsspezialisten. Ja, also Meister kann, sind sie. Ja, genau. Ja. Ja. Man kann ja auf HSV setzen, wenn sie in die Relegation gehen. Ne? Genau. Auch ohne Sieg. Ne? Das ist das Schöne daran. Ne? Also, sie schaffen das alle. Ist auch so. Ne? Du hast gesagt, es sind viele Spieler weggegangen. Da möchte ich schnell noch einhaken. Es sind ja Jansen, Westermann und Van der Vaart, also 3 erfahrene Männer weggegangen. Ein Verlust für dich und speziell würde ich dich fragen, wie siehst du den Verlust von Westermann? Da ist auch irgendwas gestanden, glaube ich, in den Medien. Ja, im Prinzip ist es jetzt die Chance für die neue Mannschaft und für die neuen Spieler eben Profil anzunehmen und selbst eben die Geschicke in die Hand zu nehmen und Führungspersönlichkeit zu werden. Ja. Ich will mich da jetzt dann nicht unbedingt nochmals äußern über Ex-Kollegen. Aber was mich sehr gewundert hat, ist, dass Marcel schon die Karriere beendet hat nach 29 Jahren. Ja. Zeugt auch von eigentlich großer Entschlossenheit und auch, ich denke, dass er auch vieles im Kopf hat, außerhalb Fußball. So ist das. Ich glaube, da habe ich nie mit ihm drüber gesprochen, aber ich glaube einfach, der Mann ist im Kopf schon so weit mit seiner Zukunft beschäftigt und konnte es nicht mehr abwarten, weil er so viele, ich sag mal, Rosinen im Sack hatte, um selbstständig loslegen zu können und jetzt erst richtig beruflich loslegen zu können. Und im Fußball selbstständig loszulegen ist halt immer sehr schwierig, weil es ein Teamsport ist, weil du viele Faktoren eben auch einfließen lassen musst und eben auf den Trainer hören musst und auf die anderen Leute und das ist sehr schwierig und ich denke, Marcel Janssen hat sich da auch rausentwickelt. Ja, also dieses Buch ist ja geschrieben worden von meinem Kollegen Lars Dobbertin, muss man wirklich mal sagen. Mhm. Den möchte ich nicht unerwähnt lassen. Na, absolut. Aber was? Riesige Leidenschaft hineingelegt. Ja. Also wir haben uns 7, 8, 9 Mal getroffen. Ja, so kennen wir ihn. In der Stadt und haben wirklich 40 Stunden Material gesammelt. Ja, an okay. Ich möchte nur fragen, wenn du dieses Buch jetzt hinter dir hast, was machst du dann? Hast du so viel Millionen verdient, dass du davon leben kannst?
Also es könnte sich rein theoretisch ausgehen, dass ich nicht mehr arbeiten gehen muss. Aber ich bin 35 Jahre alt, bin jetzt in meinem zweiten Lebensabschnitt, kann man einmal sagen, oder in meinem zweiten Lebensdrittel. Und da bin ich überhaupt nicht reif dafür, nichts zu tun. Ja. Ich habe jetzt ein Projekt laufen gehabt an der Nordakademie in Hamburg. Und das versuchen wir jetzt marktreif zu machen. Und da haben wir Ende September ein wichtiges Meeting. Ich kann leider nicht sagen, mit wem, aber nee, das könnte unser Pilotprojekt werden. Ja. Und es hängt mit Fußball zusammen. Und ich sage nur den Namen FC Rating. Es geht um Fußballclub-Rating. Ja, ja. Mhm. Und das bedeutet also, dass du dem Fußball auch verbunden bleiben wirst? Durchaus, definitiv. Ja. Wenn ich gerne mit Kindern arbeite und Jugendlichen arbeite, eben, was auch mein Buch beschreibt, die Persönlichkeit, die Menschen zu fördern. Ja. Und ich bin eben zu Hause jetzt in Österreich Kindertrainer, U8 und U12 Trainer. Ach so. Hast du einen Trainerschein schon? Für das habe ich noch keinen, aber das brauche ich noch nicht, weil ich exaktiver sozusagen. Aber ich werde einen Trainerschein machen. Ja, okay. Aber vordergründig ist das nicht mein Ziel, jetzt kurzfristig oder mittelfristig Trainer zu machen. Okay, aber in Österreich? Oder kann das sein, dass wir dich hier häufiger in Hamburg erleben? Ja, mittlerweile bin ich jetzt das vierte Mal in Hamburg in kürzester Zeit. Also es wird sicher noch öfter sein, dass ich in Hamburg bin. Ja. Okay. Paul, halt dein Buch bitte nochmal die Kamera. Da haben wir so vereinbart und da ist auch nichts gegen zu sagen. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch. Ne, und morgen noch zu sagen, also wenn das heute schon online ist, morgen um 19.30 Uhr ist die Präsentation in den Kammerspielen in Hamburg. Okay. Deswegen bin ich auch hier und ich würde mich freuen, noch ein paar Fans zu sehen. Liest du da vor? Ja, ich lese eben ein HSV-Kapitel, Forever and Never. Ja. Okay. Der Titel und dann wird der Lars was lesen und meine Frau die Erlebnisse in Norwegen. Ja, okay, ja, super. Dann danke ich dir ganz herzlich für den Besuch hier. Alles Gute und wir sehen uns bestimmt nicht das letzte Mal heute. Ne? Viel Spaß. Danke.